Level 13 des Expertenmodus. Wir spielen The Ark. Eine Mission, die einem deswegen vor allen Dingen im Kopf bleibt, weil man hier nur auf diesem komischen fliegenden Alien-Viech unterwegs ist und einfach überhaupt nicht selber laufen darf. Mal gucken, ob man das im Expertenmodus vielleicht ein bisschen geändert hat und wir auch mehr zu Fuß unterwegs sein werden. Ja, hier redet gerade tatsächlich Cream mit uns. Oh Gott, diese Stimme von der... Ja, demnach, dass sie uns gedankt hat, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass der Expertenmodus hier tatsächlich nach Shadow Story spielen soll. Was irgendwie nicht viel Sinn machen würde, weil Black Doom ja immer noch am Leben war und schon mit uns geredet hat innerhalb dieses Trainings hier. Komisch. Naja, da muss man, glaube ich, auch die Logik hinter nicht wirklich hinterfragen. Ja, wir sehen aber, bis jetzt sind wir immer noch nicht zu Fuß unterwegs. Es hat sich auch nicht wirklich irgendwas zum normalen Level geändert bis jetzt. Es wird also wahrscheinlich auch eine relativ kurze Mission werden, wenn das so weitergeht. Außer man nimmt uns in naher Zukunft das fliegende Viech ab oder gibt uns so dermaßen viele Hindernisse, dass wir andauernd unsere Fliegeviecher verlieren, weshalb wir dann laufen müssen. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Denn hier vorne ist einfach massenhaft komplett leerer Luftraum. Einfach nur mit ein paar Schilden, die auch in der normalen Mission schon da waren, die uns den Weg blockieren sollten. Hier vorne können wir auch ganz in Ruhe die Booster nehmen, um weiterzukommen. Und Chaos Blast wäre jetzt theoretisch aufgeladen. Aber solange wir auf diesem fliegenden Ding hier sind, wird das ja sowieso nicht in Aktion treten. Wir sehen auch massig Speicherpunkte und sonstiges unter uns, aber die brauchen wir halt alle einfach nicht. Jetzt müssten wir bald an die Stelle kommen, wo im normalen Level der Heiltank ist. Yep, und auch in diesem Level ist da immer noch der Heiltank. Es hat sich wirklich einfach praktisch nichts verändert in diesem Level. Die Verteidigungsanlagen sind allerdings zum Beispiel nicht da, die man für die eigentliche Dark-Mission hier deaktivieren bzw. zerstören sollte. Auch kein wirklich großer Unterschied, weil wir dieses Objektiv hier ja gar nicht erreichen können sollen. Wir fliegen halt einfach schnurstracks hier durch auf unserem lustigen Fliegeviech und nehmen kein bisschen Schaden, weil er auch eigentlich so gut wie überhaupt nichts auf uns schießt. Expertenmodus Fragezeichen, ich weiß ja nicht, da ist noch so ein Heilding gewesen, obwohl uns überhaupt nichts zu heilen geblieben ist. Und jetzt sollten wir so langsam aber sicher schon wieder auf die Zielgerade kommen. Gleich müsste der große letzte Tunnel angesteuert werden, in dem eigentlich die letzte Verteidigungsanlage sein sollte. Ja voll, da vorne sehen wir schon den Eingang dafür. Und dahinter ist das neutrale Ziel dieser Stage im normalen Modus. Mal sehen, ob man den vielleicht verändert hat. Und vielleicht fliegen wir tatsächlich noch ein bisschen weiter, müssen noch mehr machen. Das werden wir gleich hier auf der anderen Seite erfahren. Hier unterwegs können wir einfach noch ein paar Gun-Roboter niederschießen, die sowieso nicht übermäßig gefährlich sind. Und wir sehen, da ist der Zielring. Wir haben im Grunde die normale Mission hier nochmal gespielt. Man hat hier wirklich eigentlich nichts verändert. Ich weiß auch nicht, wieso das hier eine Expertenmission ist. Perfekt. Wahrscheinlich ist man nicht mehr dazu gekommen, dieses Level zu bearbeiten, weil das Spiel so schnell released werden musste. Irgendwie sowas.